Mit Sokrates beginnt die klassische Periode der griechischen Philosophie. Sokrates fordert die Selbstständigkeit des Einzelnen gegenüber Sitte, Gesetz und Staat. Im Mittelpunkt steht die Frage nach dem guten und richtigen Leben. Für Sokrates steht fest, dass das Ziel eines guten Lebens das Wohl der Seele ist. Niemand fehlt freiwillig, ist Sokrates Überzeugung. Tugend ist daher lernbar und gleichbedeutend mit Glückseligkeit. Sokrates zog durch die Straßen Athens und verwickelte die Leute in Gespräche. Dabei wandte er eine durch ihn berühmt gewordene Methode an, bei der durch gezieltes Fragen die Menschen zu bestimmten Erkenntnissen geleitet werden. Sie wird das elenktische Verfahren oder auch Mäeutik genannt. Ausgangspunkt ist die sokratische Erkenntnis: Ich weiß, dass ich nichts weiß. Dem Nichtwissen des Sokrates folgt das Scheinwissen des Gesprächspartners. Dessen Antworten sind Beispiele und Einzeldinge, jedoch keine wirklichen Wesensbestimmungen. Durch geschicktes Nachfragen und Aufdecken von Widersprüchen seitens Sokrates kommt der brüchige Charakter des bisherigen scheinbaren Wissens zutage und wird zerstört. Das Scheinwissen konnte einer Prüfung durch die Vernunft nicht standhalten. Der Gesprächspartner ist zur Neuaufnahme der Ausgangsfrage bereit. Darauf folgt die Wissensgewinnung durch Induktion und Definition, vor allem der Begriffe des Guten, des Schönen und des Nützlichen. Schließlich erweisen sich diese drei als eine Einheit. Das Gold der Tugend zeigt sich, nachdem es bei den vorherigen Phasen bereits durchschimmerte, aber noch durch Scheinwissen verdunkelt war. Es verdeutlicht, dass alles Böse nur Unwissen ist und im Grunde alle Menschen nach der Tugend streben. Sokrates wurde 470 v. Chr. Geboren und arbeitete in Athen zunächst einige Zeit wie sein Vater als Bildhauer. Seine Mutter war Hebamme und das Vorbild für Sokrates geistige Hebammenkunst. Sokrates selbst hat keine seiner Lehren schriftlich festgehalten. Seine Philosophie entwickelte sich überwiegend im Gespräch. Die meisten Zeugnisse über Sokrates verdanken wir daher Platon und Xenophon. Sokrates war demnach an mehreren Feldzügen als Offizier beteiligt, wandte sich aber bald ausschließlich der Philosophie zu. Dabei hat er wohl, Zitat, die Sorge für sein Hauswesen vernachlässigt, was sicherlich dazu beitrug, die Ehe mit Xantippe, der drei Söhne entsprossen sind, zu einer wenig erquicklichen zu machen. Sein satyrhaftes Äußeres ist für die harmonieverliebten Griechen Anlass zu Spott gewesen. Wegen Gotteslästerung und Jugendverführung zum Tode verurteilt, verschmähte er die Flucht und trank 399 v. Chr. Den Giftbecher im Alter von mehr als 70 Jahren. Mit unerschütterlichem Gleichmut ging Sokrates in den Tod, bis zum Schluss seine weinenden Jünger tröstend.